Willkommen zu einem neuen Video von mir, mal wieder ein What I Eat in a Day, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass viele von euch ja Probleme hatten, immer die Rezepte wiederzufinden, weil mittlerweile sind es ja echt schon viele Videos, ich glaube 36 oder so. Genau, das war das 37. Und deswegen habe ich jetzt bei Instagram so ein Story-Highlight, das heißt What I Eat. Und da findet ihr praktisch so ein Inhaltsverzeichnis, also dass jedes What I Eat aufgezählt und dann stehen dementsprechend auch alle Rezepte dabei. Dann könnt ihr es einfach viel besser finden. Und ich heiße dort Sarah Franzen, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Ich habe heute das Thema Cardio oder Krafttraining in der Diät, weil viele fragen mich immer, ja Sarah, wie viel Cardio machst du, um abzunehmen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, greife ich das Thema mal auf. Aber es kommt ja wie immer erst zum Schluss. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Rezepten an und dann sehen wir uns später. Ich starte meinen Tag übrigens immer mit einer heißen Zitrone. Das bestelle ich mir auch immer im Restaurant irgendwie. Auf jeden Fall mit diesen Zitronenpäckchen. Hier gibt es bei Aldi. Und dann noch frischen Zitronen. So, zum Frühstück gibt es heute Pfirsichpfannkuchen. Und dafür brauche ich 100 Gramm Skier oder Magerquark, 30 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Mehl, 100 Gramm Pfirsiche aus der Dose. Aber ich nehme ungefähr nur 80 Gramm Pfirsiche und dann tue ich noch etwa 20 Gramm von diesem Saft da rein, damit man automatisch so eine Süße hat. 2 Eiklar und dann nehme ich noch ein paar Erdbeeren und werde die noch pürieren, damit man dann so eine Soße hat. Aber ihr könnt auch Himbeeren oder so nehmen oder gar keine Soße. Genau. Und dabei esse ich immer noch meinen Apfel, denn ich brauche ja immer jeden Morgen einen Apfel. Aber ihr könnt auch den Apfel in den Teig raspeln, habe ich auch schon oft gemacht. Aber diesmal möchte ich den gerne richtig essen. Aber natürlich auch Proteinpulver nehmen statt Mehl. Ne? Also ihr müsst das nicht immer genau so machen, wie ich das mache. Das ist ja nur eine Orientierung. Sind jetzt fertig und jetzt werden die Erdbeeren püriert und dann kommen noch ein paar Pfirsiche oben drauf. So, zum Mittagessen gibt es heute einen Quinoa-Grünkohl-Burger und den habe ich letztes Jahr entdeckt im Sommer und den habe ich schon so oft gegessen, aber irgendwie euch nie gezeigt, deswegen ändere ich das heute. Und zwar braucht ihr ein Patty, etwas Salat, ich habe jetzt hier so einen Möhren-Weißkohl-Salat, ein Toastbrötchen, ihr könnt aber auch ein Burgerbrötchen nehmen oder so, 10 Gramm Hamburgersoße, aber da könnt ihr natürlich auch jede Soße nehmen, die ihr möchtet. Und dann gibt es noch Kohlrabi und Möhrenpommes. Und ich muss auf jeden Fall jetzt gleich den Backofen anmachen. Aber dann werde ich auf jeden Fall auch schon ein paar Sachen reintun, die ich für mein Abendessen brauche, damit ich den Backofen nicht tausendmal anmachen muss. Ich nehme aber nur die halbe Kohlrabi, das wären dann ungefähr 200 Gramm. Habe ich die Kohlrabi und die Möhren etwa in Pommesgröße geschnitten. Und jetzt kommt da ein bisschen Pommesgewürz drauf. Ihr könnt auch anderes Gewürz nehmen, aber ich finde, dann verarscht man sich so ein bisschen selber, dass man wirklich Pommes hätte. Jetzt tue ich noch eine gekochte Kartoffel da drauf, denn die brauche ich später für mein Abendessen. Aber darauf gehe ich dann noch genauer ein.
Ach, und weil ich im Backofen jetzt eh anmache, ich mache mir später als Snack so einen Thunfisch-Avocado-Mais-Salat. Und ich finde das mega lecker, wenn der Mais so angebacken ist. Deswegen tue ich den Mais jetzt auch schon mal in den Ofen. Aber hätte ich den Backofen jetzt heute nicht angemacht, dann hätte ich den Mais einfach roh gegessen. Auf jeden Fall nehme ich davon 50 Gramm. Und ab in den Backofen. Das kommt auf jeden Fall nur so für 10 bis 15 Minuten in den Backofen, bis das so goldbraun angebacken ist. Aber wie gesagt, jeder Backofen ist anders, deswegen bleibt am besten dann beim Backofen stehen. So, die Pommes, also Pommes in Anführungszeichen, und der Quinoa-Burger waren jetzt etwa für eine halbe Stunde im Ofen. Die Kartoffeln und den Mais habe ich schon etwa nach 20 Minuten rausgeholt. Ja, und die riechen so lecker nach Pommes wegen dem Gewürz. So lecker. So, ich tue jetzt hier noch ein paar Zwiebeln und Tomaten drauf, aber ihr könnt natürlich auch noch Käse drauf tun oder anderes Gemüse, das ist euch komplett überlassen. Oder was auch mega lecker ist, ist Avocado-Creme. Das tue ich auch meistens drauf, aber dadurch, dass ich heute Abend schon Avocado habe, brauche ich das jetzt nicht. So, für mein Abendessen brauche ich, wie gesagt, diese Ofenkartoffel, die ich vorhin schon im Ofen hatte. Ihr könnt die jetzt einfach kurz in der Pfanne warm machen oder in der Mikrowelle. Dann mache ich mir dazu einen Kräuterquark und dafür nehme ich 200 Gramm Skier. Ihr könnt auch Magerquark nehmen und dann noch Kräuterquarkgewürz, aber das müsst ihr nicht haben. Ihr könnt auch einfach ganz viel Schnittlauch, Petersilie und so weiter reintun und ein bisschen Knoblauch. Und dann tue ich immer noch etwas Zitronensaft da rein, weil es einfach ein bisschen frischer schmeckt. Und auf diesen Quark kommen dann noch Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebel ist aber gerade noch unten bei Mama, die hole ich gleich. Und 50 Gramm Light Speckwürfel. Dann schmeckt das so ein bisschen wie so ein Flammkuchen. Und als Gemüsequelle gibt es dann noch 100 Gramm Zuckerschoten. So, als kleinen Snack gibt es wie gesagt einen Thunfischsalat. Dafür brauche ich 60 Gramm Thunfisch in eigenem Saft, 50 Gramm Avocado, 50 Gramm Mais, habe ich ja wie gesagt jetzt im Ofen gemacht, aber ihr könnt das auch roh machen, eine Paprika, eine Zwiebel und dann noch etwas Öl, Essig und Kräuter. So, willkommen zurück und ich hoffe, die Rezepte haben euch wieder gefallen. Und jetzt wollte ich mal auf das Thema eingehen, ne, ob Cardio oder Krafttraining in der Diät. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich mache so gut wie gar kein Cardio-Training. Also viele denken ja immer, dass wenn sie Krafttraining machen, sofort richtig muskulös werden, richtig massig und so weiter. Aber so ist es nicht. Deswegen haben auch viele Angst, Krafttraining in der Diät zu machen. Aber ihr braucht davor keine Angst zu haben, denn ich mache immer Krafttraining. Ich habe wirklich noch nie wirklich Cardio gemacht. Nur für mein Abitur, weil ich einen Abiturlauf hatte. Aber sonst nicht, weil ich hasse Cardio. Wirklich, ich hasse Laufen so sehr. Deswegen kam das für mich auch nie in Frage.
Und letztendlich kommt es ja nur auf die Kalorien an beim Abnehmen. Natürlich könnt ihr mehr essen, wenn ihr zum Beispiel Cardio oder Krafttraining macht. Also ich sag mal, ihr könnt 1500 essen, um abzunehmen, ohne Sport. Und dann würdet ihr laufen und würdet 500 Kalorien verbrennen. Das heißt, ihr könntet dann noch 2000 Kalorien essen und würdet trotzdem abnehmen. Aber ich mache lieber Krafttraining, weil da verbrenne ich auch viele Kalorien. Und das Ding ist, dass man im Ruhezustand mehr Kalorien verbrennt. Also je mehr Muskeln man hat, desto mehr Kalorien verbrennt man auch im Ruhezustand. Also wenn man gar nichts macht. Und ich finde, Krafttraining macht auch viel mehr Spaß. Man sieht muskulöser aus, definierter halt. Aber ich habe auch noch nie so eine richtige Massephase gemacht. Also mein Bauch sieht zwar muskulös aus, sage ich mal. Also man sieht die Muskeln. Aber letztendlich habe ich da auch nicht so krasse Muskeln. Also sieht einfach nur so aus, weil da am wenigsten Fett ist. Deswegen braucht ihr auf jeden Fall keine Angst zu haben, Krafttraining zu machen. Es macht auch einfach mega Spaß, finde ich, wenn man so ein bisschen die Erfolge sieht. Weil ich finde, beim Krafttraining kommen die Erfolge ziemlich schnell. Deswegen, also ich mache nie Cardio. Ich gehe immer nur vom Training 5 bis 10 Minuten aufs Laufband. Einfach nur, damit ich mich ein bisschen mehr bewege im Alltag. Aber Cardio ist immer gut. Aber falls ihr kein Cardio mögt oder es auch hasst, dann zwingt euch nicht, jeden Tag eine Stunde laufen zu gehen. Weil das müsst ihr nicht. Natürlich ist es gut für die Gesundheit, aber es reicht auch eine halbe Stunde. Hauptsache, ihr bewegt euch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, das konnte euch ein bisschen helfen. Und falls ihr ein Thema habt, worauf ich nächste Woche eingehen soll, ne, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Step on the land.